Obdachlosigkeit ist ein Problem in Deutschland und vor allem auch in Berlin. Wir von Housing First Berlin wollen unseren Teil dazu beitragen, das Problem zu lösen. Housing First heißt eine Wohnung zuerst. Unsere Hilfe richtet sich an Menschen, die durchs System gefallen sind, die sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft empfinden. Housing First hat das Wohnrecht, das Recht auf Wohnen als Grundprinzip. Und unsere Aufgabe ist es, diese Menschen in Wohnraum zu vermitteln. Sie bekommen ihren eigenen Mietvertrag und wir als Betreuungsteam stehen hinter ihnen und helfen ihnen bei allen Dingen, die sie brauchen, um in ihren Wohnungen leben zu können. Wir, das ist eine Psychologin, das sind SozialarbeiterInnen. Es ist aber auch ein Kollege, der selbst mal auf der Straße gewohnt hat. Wir werden unterstützt von unserem Wohnungsscout, der Vermieter und Vermieterinnen überzeugen kann, auch Menschen, die lange auf der Straße gewohnt haben, die psychisch erkrankt sind, die vielleicht suchterkrankt sind, eine Wohnung zu geben, sodass sie die Chance haben, ihrem Leben nochmal eine Wendung zu geben. Die Jahre, wir machen das jetzt im vierten Jahr, und die Ergebnisse sind, dass wir sehen können, dass es funktioniert. Es funktioniert so gut, dass wir uns dafür einsetzen möchten, diese Hilfen auszubreiten. Wir haben den politischen Willen in Berlin, Housing First eine Chance zu geben und glauben dennoch, dass wir noch viel mehr und viel mehr Menschen damit erreichen sollten. Das heißt, wir würden uns wünschen, und das braucht den politischen Willen, den gesellschaftlichen Willen, dass wir dieses Problem angehen wollen. Wir möchten nicht, dass Menschen ungewollt auf der Straße leben müssen. Und dafür setzen wir uns ein.